Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia zurück. Wir nehmen hier direkt den Schlüssel, unsere Ziele. Ja, ich habe jetzt halt wieder nichts mehr, das heißt, wir können eigentlich nur die Standardziele erreichen, sage ich mal. Ja, wir sind hier. Ach, da ist schon wieder dieses Haus. Mann, wieso? Irgendwie gibt es drei verschiedene Häuser von dem gleichen Haus, you know? Ja, schon wieder das. Okay, ich bringe jetzt erstmal alles rein und dann, ja, werden wir das Haus mal reinkommen. So Leute, ich habe jetzt alles und falls ihr denkt, dass ich immer wieder dieses Haus habe, klar, ich finde es nice, es ist eigentlich noch ein nices Haus, ja, aber es liegt nicht an dem. Und auch wenn ihr jetzt denkt, ja, aber man hat doch verschiedene Auswahlmöglichkeiten, nicht immer. Also es gibt halt wirklich teilweise Runden, oder beziehungsweise wenn du joinst, kannst du dir auf dem Whiteboard auswählen, in welche Location du willst. Warte mal, ich mach kurz das Licht an. Ist das hier? Ja, jetzt ist es wieder hier, cool. Okay, auf jeden Fall gibt es da manche Locations, wo eben, also manchmal sind viele Locations und manchmal halt nur wenige. Und jetzt hier, also bei diesem hatte ich jetzt tatsächlich nur dieses normale Haus zum Auswählen und ein Asylum und die Schule und die sind einfach zu groß für eine Person und deswegen, ja, spielen wir halt jetzt nur diese normalen Häuser halt. Die anderen müssen wir, möchte ich mal mit Tim oder so unter die Lupe nehmen oder mit Levin halt. Ja, Gott, Entschuldigung, könnten wir eigentlich mal wieder mal machen. Wir untersuchen jetzt erstmal das Haus nach EMF-Ausschlag. Vielleicht finden wir direkt irgendwas. Okay, der Typ hat am Anfang, glaube ich, auch irgendetwas über diesen Hallway hier geredet. Vielleicht ist der Geist hier. Das könnte sein. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal noch in den Keller. Oh, da liegt schon eine Spraydose am Boden. Toll, ist die wütende Oma wieder hier? Ne, die Türen sind noch zu. Ah, da liegt auch ein Knochen, okay. Ach, scheiße, jetzt habe ich den Fotodings gar nicht dabei. Ja, dann hole ich den noch kurz und dann fotografiere ich das und dann sehen wir uns oben wieder. Alter, Leute, ich finde wieder mal einfach gar nichts. Auch ins Buch hat er, glaube ich, noch nicht geschrieben. Nee. Ja, warte, ich kann aber noch kurz versuchen, mit ihm zu sprechen. Vielleicht sagt er noch was. Hallo? Bist du hier? Ja, okay, nee, er spricht halt wirklich nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ich laufe mal noch ein bisschen weiter rum, oder? Ein Donkopf, ey. Oh mein Gott, Leute. Ich habe ihn gerade beleidigt. Und zwar stand in den Update News, sobald man ein paar Wörter sagt, es waren aufgelistet, dann wird der Geist richtig aggressiv. Ich habe ihn jetzt versucht, so ein bisschen zu triggern. Er handelt einfach immer noch. Ja, ich habe ihn halt beleidigt. Ein Wort und er hat direkt reagiert. Das ging so schnell. Der geile Tante, der durchgehen oder was? Ja, fuck, er hat es geholt. Oh Gott. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. Das ist halt das Karma, deswegen. Leute, beleidigt nie Leute. Scheiße, das ging ja übel ab. Aber ich hatte keine Ahnung. Ja, ich fand einfach keine Beweise. Was soll ich denn tun? Immerhin ein bisschen was bekommen. Guck, hier auch wieder. Wir haben jetzt Tanglewood Street. Die Willow Street House, da waren wir vorhin gerade. Und die Brownstone High School, meine ich. Die High School, die werden wir, wie gesagt, nicht machen. Das hier. Ja, eins, das können wir machen. Ja, wir starten direkt los. Okay, später. 12 Sekunden später. Okay, Leute, ich muss jetzt allerdings weg. Und deswegen würde ich sagen, was ist mit dieser Folge Phasmophobia? Ein bisschen chaotisch. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.